Startpunkt Richtung Westen auf Bahnhofstraße. Hallo und herzlich willkommen jetzt hier auch vom PC-Schneidetisch aus. Wie ihr jetzt schon im Video gesehen habt, sind wir mit dem Fahrradbus von unserem Startpunkt nahe bei Soest losgefahren bis Belecke und von dort aus sind wir dann mit dem Fahrrad in Richtung Soest unterwegs auf dem Pengel-Anton-Radweg. Ja, ihr habt gesehen, wir haben schon auf dem Loax-Hof, wie auch immer das ausgesprochen wird, eine Pause gemacht nach ca. 10 Kilometer und nun sind wir auch wieder unterwegs nach lecker Kaffee und Kuchen, was da sehr schön ist in dem Innenhof. Da ist nämlich, glaube ich, auch sind Pferdeställe und ein Reithof, also ist sehr schön auch vom Ambiente her, so ein bisschen, also ja, wie soll ich sagen, Uhr, ja, wie es halt früher gebaut worden ist, also Altbestand an Gebäude, das auch wiederum eine schöne Ausstrahlung hat, auch innen drin ist. So, Vorsicht, jetzt kommt hier die blöde Stelle, die ich schon vom Bus aus dir angekündigt habe. Also noch ist alles frei. Mit einem großen Bike kommst du da nicht rum. Ja, also wie gesagt, der Loaxhof ist auch sehr schön innen anzuschauen. Lohnt sich da mal reinzugehen. Der Boden ist da sehr urig. Also auch, wie gesagt, das ganze Ambiente, das Ensemble, der Gebäude, sehr schön. Und eben schön ruhig. Nicht so wie hier jetzt, Haufen Touristen. Und man muss hier jetzt leider auch an dem Badestrand vorbei. Aber gut, so ist es halt. War wohl hier früher hier auch eine letzte Chance zu trinken, zu essen. Gut, dann biegen wir jetzt ab. Ja, das war wohl eben halt auch früher wohl eine Bahnhofshaltestation von dieser alten ehemaligen Bahntrasse. Ja, und ihr hört, die Vögel zwitschern hier sehr schön. Jetzt von hier aus geht es jetzt übrigens auch immer bergauf für ca. 3,5 Kilometer. Bei dem Achim Bartuschek, das ist so der ehemalige Bahntrassenguru, müsst ihr mal googeln, da ist der Pengel-Anton-Radweg hier zwischen Soest und Belecke mit angegeben mit ca. 30,3 Kilometer, die, wie ihr seht, sehr, sehr schön und sehr angenehm zu radeln sind. Und ja, jetzt aber live. Guck mal nach links, ein schöner Blick auf den Möhnesee. Ja, noch schön. Toll, ne? Ja, leider habe ich an der Stelle kein Foto gemacht, aber ihr seht hier links immer auch, links und rechts immer mal schöne Pausenmöglichkeiten, wo man sich hinsetzen kann. Wahrscheinlich von dort auch aus ein sehr schöner Blick vielleicht noch auf den Möhnesee. Ja, dieses Mal bin ich hier unterwegs mit der GoPro 10 und ihr hört, die habe ich mal so um den Hals gebunden, um mal was anderes auszuprobieren. Ihr seht natürlich jetzt auch der Blick über das Fahrrad, Lenker-Cockpit ist jetzt auch ein bisschen anders. Ja, und der Ton ist auch, wie ich finde, ein bisschen besser als wie bei der DJ Pocket. Leider habe ich den Windschutz verloren. Da bin ich aber okay. Noch. So, bitteschön. Das sind auch immer schöne Ausblicke hier, ne? So von der Landschaft her schön. Kannst du in die Röhre gucken hier. Aber ich glaube, hier haben wir es jetzt gleich hinter uns. Ich
Ich merke schon, geht leichter. Ja, also wie gesagt, schöne Ausblicke immer mal wieder. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, auch den, zumindest die Haarstrangstraße erreicht. Beziehungsweise da vorhin, wo die Röhre war. Und das dürfte jetzt gerade auch schon mit der höchste Punkt gewesen sein. Ich habe ja immer so ein bisschen Text auch eingeblendet. Ah ja, wie gesagt, die GoPro 10 wegen... Also der Ton, den Ton finde ich grundsätzlich sehr gut. Da kommt die DJI Pocket nicht so richtig mit. Vor allen Dingen auch die Störgeräuschunterdrückung, obwohl ihr hört ja immer zwischendurch sind auch mal wieder ein bisschen Windgeräusche. Ja, jetzt muss ich hier auch die Landstraße queren. Ihr hört schon, das ist richtig laut hier. Und hier musst du wieder ein Stück berghoch. Genau, und man muss auch direkt auf der anderen Seite, wenn man so fährt wie wir. Was ich sehr schön finde und was ihr ja sicher seht, ich liebe ja viel Natur, viel Grün, viel Ruhe, kann ich auf der Strecke wärmstens empfehlen, wenn auch immer hin und wieder mal Stellen, so wie hier, wenn man dann den Haarstrang hinter sich hat, Richtung Soest, auch immer mal ein bisschen wieder offenere Stellen sind, aber... So what, ne? Da kommt schon jetzt hier wieder um die Ecke das nächste kleine Wäldchen, was wieder ein bisschen Sonnenschutz gibt und davor vorne geradeaus, voraus auch wieder. Ups. Ja, wie gesagt, wir haben das am 26. Mai gemacht. Das Türchen, wettermäßig war da jetzt nicht so prickelndes Wetter angesagt, das war ein Sonntag. Aber dieses Jahr ist es ja verdammt nochmal sehr verflixt mit dem Wetter. Und von daher haben wir am frühen Nachmittag sind wir eben halt gestartet und haben dann den Fahrradbus ausgenommen. So kurz vor Soest, also wenn man den Pengel-Anton weiterfahren würde von da, wo wir geparkt haben, dann sind so noch... Dann wären es noch so 5-6 Kilometer von dort aus bis nach Soest ins Zentrum. Ja, hier jetzt queren wir jetzt auch wieder diese Landstraße, die wir vorhin schon mit dieser sehr eckigen Umfahrung hatten. Aber so ist das halt. Ja, drüber fahren finde ich besser als direkt queren. Hier mal wieder eine schöne Bank. Ihr seht den Himmel immer ein bisschen so, es könnte gleich regnen, aber meistens hat es gut gegangen. Von daher alles gut. Ja, jetzt hier sind wir auch schon wieder an unserem Startpunkt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und natürlich über ein Abo freuen. Wink, winke und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.